Yo Leute, hier ist wieder Literage mit dem nächsten Part im FM Let's Play. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wir stehen hier einen Tag vor dem Spiel. Entschuldigung. Einen Tag vor dem Spiel gegen Freiburg. Wir nehmen auf jeden Fall dieses Mal Federida ihn mit. Der Rieder ist eh noch nicht ganz fit. Wir haben auch vor, ihn dann einzusetzen. So, das haben wir alles gemacht. Die zweite Mannschaft werden wir am Ende der Saison wahrscheinlich stark ausdünnen. Haben wir noch Gespräche für diese Woche? Tatsache. Dann gucken wir mal, wann das. So. Alles klar, Skibri wird uns in der. Winterpause dann verlassen. Und wir werden auf jeden Fall Julian Schieber diesmal von Beginn an bringen. Die Lomo natürlich, wenn es geht, immer das Training, weil das am meisten bringt. Dann müsste man mal deutliche Worte sprechen. Weil so tolle war er dann wirklich nicht. Ich finde, wir haben einen tollen Kapitän. So, wir haben alle Gespräche geführt. Und dann gehen wir am besten noch. Den können wir dann schon mal in Reserve verschieben. Gehen wir dann schon mal vor zum Spieltag. Da haben wir es gesehen, 605 Kilometer sind sie von uns entfernt, die Freiburger. In der Tabelle auch noch ein bisschen von der Platzierung her. Dann haben wir noch ein Topspiel, das zweite gegen den vierten, Dortmund gegen Mainz. Mainz, die wir ja zuletzt besiegt haben. Dann Schalke gegen Eintracht Frankfurt und Leverkusen gegen Wolfsburg. So, dann würde ich sagen, fackeln wir auch gar nicht lange rum. Gucken wir mal kurz alles durch, was haben wir hier für Nachrichten bekommen. Jugendspielerreich Trainingszielen, höchster Formgewinn. Das Treffen hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, denn die meisten Anwesenden wirkten eher gelangweilt und spielten die meist für ihren Handys. Vielleicht lag es daran, dass viele von ihnen bereits bei einem früheren Meet & Greet da waren. Es wird sich bekannt, dass wir schon eins hatten, oder ich habe es einfach nur vergessen. Wir machen hier nochmal einen Trainingslauf. Und dann würde ich sagen, geht's weiter voran. Zum Spiel, was wir natürlich im 3D-Modus spielen werden. Ich will sehen, dass sie heute Gras fressen. Dann sind wir auch schon beim Laden. Spiele werden berechnet. Hat seit drei Spielen nicht mehr unentschieden gespielt. Wir haben bereits zweimal unentschieden gespielt und einen Sieg bis jetzt. Hertha BSC in dieser Saison in der ersten. Hat seit zwei Spielen nicht mehr gewonnen. Das hört sich natürlich sehr gut an. Kempf ist mit 17 Jahren der Jüngste. Und Freiburg hat in der ersten Halbzeit seit zwei Spielen kein Tor mehr geschossen. Wir hoffen, wir können das natürlich hier ein bisschen umsetzen. Das ist ein bisschen die Erfolgswelle mitnehmen. Das war unser Post für Freiburg. Dankeschön. Wir gucken natürlich haben ebenfalls das Trainer-Team des FC Freiburg mit dem Trainer. Und dann sind wir auch schon beim Anstoß. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum vierten, nee, zum dritten Spieltag, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Nee, kann ja gar nicht sein. Es ist der vierte Spieltag. Da könnt ihr mal sehen, wie verpeilt man sein kann bei der Aufnahme. Solomon Kalou dann doch beim Start dabei. Und der Ball geht Richtung Ecke. War kein schlechter Versuch. Ronny steht schon wieder bei der Ecke. Ruft sich einen Spieler ran. Und es kommt wohl keiner zu ihm hin. Sie wollen ihn einfach alleine lassen.
Ronny bringt die Flanke. Und Birki klärt den Ball. Hosogai holt sich den Ball wieder. Lustenberger auf Stocker. Valentin Stocker mit einem Fehlpass. Und verliert dann auch noch letztendlich den Ball. Schmid Richtung Zulechner. Oder wieder Zulechner. Weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Lustenberger geht zwischen die Flanke. Sonst hätten wir hier wahrscheinlich ein Tor kassiert. Behrens lässt Salbi stehen. Kalou wieder mit einem Ballverlust. Das ist das, was mir an Kalou nicht gefällt. Er ist einfach, ich weiß es nicht, wie man es genau sagen soll. Jetzt war er auch Fegel am Ball und der will wieder zurückspielen, statt mal den Torabschluss zu suchen. So, Lustenberger dürfte jetzt vor Zulechner an den Ball kommen. Zulechner oder Zulochner. Was macht denn Lustenberger da? Und spielt den Ball jetzt aus. Wir haben es jetzt mit der einzigen Ecke. Schalke führt 1:0. Hüntela hat das Tor geschossen. Ronny mit dem Ball auf Behrens. Der mit einem schönen Pass auf Kalou. Was macht Kalou? Er spielt zurück auf Fegeler. Der auf Ronny und der zieht ab. Birki kann den Ball nicht festhalten. War wohl gegen den Lauf geschossen, aber da kommt er dann noch gut ran. Jetzt Mike Franz. Wenn es denn der Franz ist. Bis jetzt nur mit den einzigen Chancen. Das sieht sehr schön aus. Behrens auf Kalou. Stocker rauf aus Behrens, aber den dürfte er nicht mehr erreichen. Wir haben ja einen der Leistungsträger von Freiburg verpflichtet, der noch verletzt war, noch die Fitness sucht und die Form mit Darida, der wahrscheinlich dann in der Rückrunde eine Stammkraft besetzen wird. Ronny am Ball, Ronny mit einer Flanke auf Samuel Kalou, aber kämpft dazwischen, der 17 Jahre alte. Schmid auf Zulechner. Solomon Kalou wieder, aber der kommt da wieder nicht ran, der Behrens. Die Pässe auf die Flüge sind einfach zu ungenau. Bis jetzt ein Schuss aufs Tor von uns und noch keiner von Freiburg. Wir sind hier ganz klar die dominierende Mannschaft. Jetzt hat es kurz geleckt. So, Jonathan Schmid auf Memedi, der zurück auf Rita. Da hätte man auch einen Freistoß geben können. Ronny mit dem Ball auf Kalou. Stocker, was macht Stocker jetzt? Stocker ganz allein auf den Außen, wird da gelegt. Und dann sind wir hier schon bei der Freistoßchance bei Ronny. Ronny sucht sich den richtigen aus, spielt ihn rein. Oh, da geht keiner dran. Da hofft man dann wieder auf der zweiten Halbzeit auf Julian Schieber. Stocker auf Hegeler. Der jetzt sehr weit vorne ist. Hegeler zieht ab, aber Birki kann den Ball sicher parieren. Und damit steht es auch weiterhin 0:0, wo wir wahrscheinlich auch in die Halbzeit gehen werden. Wie gesagt, wir gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. Köln-Gladbach 0:0 das Derby. Dortmund führt in Mainz mit 1:0. Dann 0:0 zwischen Augsburg und Bremen. 13:0 für Schalke mittlerweile. Bayern führt 13:0 gegen Hamburg. Hannover führt 2:0 gegen Paderborn. Stuttgart führt 2:0 gegen Hoffenheim. Und Wolfsburg 0:0 gegen Leverkusen. Jetzt bringen wir mal Solomon Kalou. Und Pierre-Emerick Heuberg für Jens Hegeler. Ja, ich denke, das sollten wir jetzt als Einzel erstmal lassen. Und dann werden wir in der zweiten Halbzeit richtig aufdrehen, da richtig durchdrehen im Stadion. Und hoffentlich einen Sieg einfahren. Das lassen wir wie immer den Assistentmann. Guck mal kurz in die Taktik. Gehen wir im Einsatz, glaube ich, noch ein bisschen hoch auf 90%. Weil wir wollen ja unbedingt den Sieg. So, und dann gehen wir auch zurück schon ins Spiel. Hier sehen wir unsere Auswechslungen. Und los geht's. Da wollen wir hoffen, dass Schieber hier heute ein bisschen erfolgreicher sein kann. Valentin Stocker, der den Ball verliert. Fabian Schmid. Behrens mit dem Ball auf Schieber. Schieber, der sich hier natürlich sehr gut direkt im Spiel macht. Und da haben wir eine schöne Freistoßchance und eine gelbe Karte für Torreón. Ja, ich weiß nicht, ob da eine genaue Berührung war. Und dann haben wir Ronny, unseren Freistoßspezialisten. Vielleicht macht er uns ja hier glücklich. Aber genau in die Mauer. Ronny auf Schieber, der aber direkt den Ball wieder verliert. Und dann ein taktisches Foul macht. Wird wahrscheinlich hier auch mit Gelb bestraft. Scheinbar nicht. Und Gladbach führt mittlerweile 2:0 gegen Köln. Jetzt haben wir hier Zulechner.
Aber den hat Zieler sicher. Das war, glaube ich, die erste Torernährung von Freiburg. Wo sogar Stocker auf Schieber. Was macht Schieber? Anstatt da Richtung Mitte zieht, geht er auf den Mann drauf. Boah! So, Ronny mit einem schönen Ball auf Behrens. Schieber auf Ronny. Der raus auf Behrens, aber Behrens kommt wieder nicht an den Ball. So, dann haben wir jetzt hier Heuberg bei der Arbeit. Jetzt kommen wir gerade nicht richtig zum Mann. Oh, Hosogai, auch Stocker. Und der Ball geht wieder ins Aus. Wir wechseln nochmal in der Abwehr aus. Bringen Haitinger. Ne, Haitinger geht und bringen Langkamp. Da Behrens. Und da. Oh, da wären wir durch gewesen. Das war ein schöner Pass von Ronny. Rita mit dem Ball auf zu Leschner. Was macht er? Er spielt raus. Was macht Zieler? Ronny kann die Situation für uns klären. Schieber raus auf Behrens, aber Behrens kommt wieder nicht an den Ball. Jetzt kommt Kerk für Schmied. So, jetzt haben wir hier wieder Franz. Der verliert den Ball. Da ist Schieber. Der wieder auf Behrens. Der auf Ronny. Der auf Schieber, aber mit einem Fehlpass. So, was macht Schieber? Schieber zieht ab und Birki hat den Ball. Das wäre natürlich jetzt sehr schön gewesen. So, Behrens, Schieber, Ronny auf Stocker. Was macht Stocker? Der lässt ihn stehen, zieht ab, aber Birki wieder mit einer Parade. So, jetzt Kampf auf Rita. Rita hoch auf Kerk. Dorn fängt den Ball ab. Sehr schön von Dorn gemacht. Wir befinden uns in der 86. Minute. Und da Zieler mit einer Glanztat. Sehr schön von Ron Robert Zieler. Unsere Leihgabe. Oh nee, da kassieren wir es in der 88. Minute. Auch noch Kerk, der 17-Jährige, der das Tor gegen uns macht. Das ist natürlich jetzt ganz bitter für uns, wenn man sich auch die Chancen hier anguckt. Und das verlieren wir tatsächlich 1-0. Das ist richtig bitter. Da weiß ich aber auch nicht, was wir da falsch gemacht haben oder was wir da überhaupt noch tun können. Da kassieren wir echt in der 88. Minute. Das war auch das Highlight des Spiels. Natürlich, das war ja nur ein 1-0 Sieg. Jetzt warten wir hier kurz auf den Nachbericht. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. Seid ihr gewohnt bei mir. So, und schon geht's weiter. Ja, was soll ich euch da sagen? So schlecht waren wir nicht. Es war einfach Pech, was uns vorne gefehlt hat. Und auch ein Solomon Kalou, der da einfach nicht hingehört. Da geht es natürlich jetzt sportlich wieder ein bisschen runter, aber das ist man ja gewohnt. So, jetzt geht Solomon Kalou raus. Ich denke, wir können Heuberg mal im nächsten Spiel eine Chance von Anfang an geben für Hegeler. Vielleicht sollte man Solomon Kalou auch mal über rechts außen bringen. Vielleicht ist das wirklich seine Stärke. So, dann gehen wir mal ein bisschen nach vorne, wenn die Maus uns dahin lässt. Genau. Und das Spiel sind wir aktuell, sind wir 10. und Wolfsburg ist 13. Ah, nein. Ah, jetzt sind wir wieder zu weit. Ja, direkt wegskippen. So. Das wollen wir jetzt im nächsten Part einfach erst hören. So, der Rieder kommt auch langsam wieder zurück. Hier haben wir noch Nike. Da fahren wir auch einfach mal und verlangen einfach mal, glaube ich, ein bisschen mehr Geld. Okay, dann unterschreiben wir halt. Sie wollen uns halt nicht entgegenkommen. Müssen sie ja auch nicht. So.
Was können wir noch tun? Wir können eigentlich jetzt aktuell gar nichts tun, außer noch mal kurz hier im privaten Bereich den Trainingslauf starten. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch an dieser Stelle schon wieder den Part. Sehen uns dann zum nächsten Part mit Voicebook wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao Leute, bis dann.